Hallo. So, ich habe wieder keine Kosten und Mühen gescheut und ganz besondere Gäste eingeladen, die ihre Herzensthemen angehen, leben, machen und dennoch positiv bleiben, was in diesen Zeiten ganz besonders ist. Und ich freue mich, hier das Ehepaar Cornelia und Danny, ich mache es einfacher, Minoski, also Danny und Band heißen die, von Danny und Band hier zu haben. Ansonsten gehört zu deren Band noch die Tochter Chiara, die auch schon mehrere Gesangswettbewerbe im Fernsehen gewonnen hat. Und ich freue mich ganz besonders auch, den Eugen Georg hier vorstellen zu können und zu haben. Er hat sein Herz schlägt dafür, anderen Menschen zu helfen. Er ist ein Netzwerker und hat den Arrival Groom, Room, nicht Groom, gegründet. Und der Arrival Room hilft vor allem Künstlern und Künstlerinnen, die aus dem Ausland kommen, hier Fuß zu fassen oder einfach ihr Herzenswerk ja leben zu können und zu verwirklichen. Aber das kannst du viel besser erzählen und ihr könnt auch viel besser erzählen, was ihr macht. Also was mich vor allem an euch begeistert, ist, dass ihr wirklich so auch euer Herzensprojekt macht. Und Eugen, fang du doch mal an und sag, was ist denn der Arrival Room? Hallo erstmal. Ja. Also ich bin gerade im Arrival Room selbst drin. Wie der Name schon sagt, es ist ein Raum, es ist ein Projektraum, Kunstgalerie für sich als Unternehmen. Es ist ein gemeinnütziges Unternehmen, das Kunst und Kultur in Saarbrücken fördert, mit dem Ziel, Migranten, aber auch Locals eine Möglichkeit zu geben, ihr Herzensprojekt zu realisieren. In erster Linie handelt es sich dabei um Kultur- und Kunstprojekte. Das heißt also Ausstellungen, Workshops, Lesungen, kleinere Konzerte bieten wir an. Und das also alles, was hier möglich ist in dem Raum in Saarbrücken. Die Idee dahinter ist, dass man Förderung von Künstlern, von Menschen, die sich selbstständig machen wollen, am besten gelingt durch Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt also, wir haben durch die jahrelange Arbeit in der Flüchtlingshilfe auch gelernt, dass man die Menschen nicht nur bei die Hand nehmen soll und zeigen, guck mal, das ist toll in Deutschland, da gehst du hin wegen dem Antrag und da kaufst du dir ein sauteures Handy und so. Das haben wir dann was wir dann realisiert haben, ist, dass diese Menschen selber viel Potenzial mitbringen und dieses Potenzial soll einem Publikum nahegebracht werden. Also ihr nutzt einfach das Potenzial der Menschen und, ne, und habt es durch Kultur, Theaterprojekte auch richtig tolle Erfahrungen gehabt und habt sogar auch einen Ausstellungsraum. Also da lohnt es sich auch hinzukommen. Corona-mäßig musstet ihr den Raum auch verkleinern, ne? Also weil der alte Ort also quasi der Mietvertrag ausgelaufen ist. Und wo sitzt ihr jetzt? Vergrößern. Wir haben uns vergrößert, Ihr nicht habt euch vergrößert. Ach so, dann habe ich das falsch verstanden. Ich weiß nur, dass ihr umziehen musstet, Corona-mäßig. Wir sind schon sehr mutig und so. Haben es tatsächlich mit dem Lockdown sind wir dann umgezogen mit dem Projekt. Zwar ein paar Häuser nochmal weiter in der Großherzog-Friedrich-Straße in Saarbrücken. Vorher war das eher so eine Hinterhofatmosphäre. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man hier schon von so einer Galerie sprechen kann, von einer ordentlichen White Cube, wie man das also erwartet, auch in Galerieorte. Und die Fixkosten sind natürlich jetzt höher, das heißt Miete und diese Sachen. Und natürlich kämpfen wir auch wie jeder Verein, wie jeder Initiative natürlich mit den Kosten während der Corona-Zeit. Ja, ihr seid mehr als ein Verein, ne? Und das ist ja das Besondere. Du bist auch der Geschäftsführer und hast ja schon auch die Idee, davon leben zu können, gell? Ja, genau. Also momentan machen wir das alles ehrenamtlich beziehungsweise über Honorare. Unser Ziel ist tatsächlich, sagen wir mal, so eine Teilzeitkraft einzustellen, mich persönlich auch einzustellen. Das heißt, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist das
das hehre Ziel zu tun, gibt es genug. Wir sind beispielsweise jetzt ausgebucht mit Projekten bis Mai nächsten Jahres. Und es kommen wirklich, also ich kann sagen, monatlich kommen ein, zwei Leute hierher, die irgendwas machen wollen, ob es eine Lesung ist oder eine Ausstellung. Hinzu kommt auch noch, dass wir unser Portfolio erweitern möchten, also unsere Satzung. Wir sind ja, also wie ein Verein haben wir eine Satzung, an die wir uns halten müssen. Und die Satzung möchten wir erweitern über die Kulturarbeit, Kunstarbeit hinaus, so dass es auch genug zu tun geben wird in Zukunft. Okay, es soll sich und darf sich nur noch tragen und ihr braucht da gerade Unterstützung und ihr habt quasi die Idee, ne, Künstler und Künstlerinnen eine Plattform zu geben, Raum zu bieten und die auf die Beine zu bringen und auch Locals. Ne? Also mit Locals meinst du eigentlich egal, Menschen, die einfach sagen, wir wollen unseren Herzenstraum verwirklichen. Ne? Ja, genau. Also wir sagen, wir machen keine Passkontrolle am Eingang und ein echtes Integrationsprojekt sollte auch darauf hinarbeiten, keine Ghettoisierung zu fördern. Das heißt, in keine bestimmten Gruppen nur nach vorne zu stellen, sondern das sollte, also wie der Name schon sagt, Arrival Room, das heißt also ein Raum, wo man ankommt und auch seelig ankommt. Es klingt esoterisch, aber es ist so. Wir fördern, also wir hatten auch Ausstellungen gehabt von Studenten, die hier an der HBK studieren, die also Abschlussarbeiten zum Beispiel gezeigt haben. Und die Idee ist, dass natürlich Künstler unter sich ja auch interessiert sind, sich mit anderen auszutauschen. Das heißt, du kommst auf meine Ausstellung, ich komme auf deine Ausstellung. Und so wird doch die Anonymität auch aufgehoben. Also ein Begegnungsort, eine richtige Galerie, wo man sich gegenseitig trifft. Ich war auch schon da, also hat dort auch schon eine schöne Netzwerkveranstaltung erleben dürfen. Und ihr seht auch im Hintergrund die Saarbahn vielleicht vorbeifahren. Und jetzt kommen wir mal zu dem Herzensprojekt von euch beiden. Also Musik ist euer, ne, Conny und Danny, es ist das, wofür ihr lebt und ewig gelebt habt und auch richtig gut gelebt habt. Erzählt doch mal, was eigentlich vor Corona war. Ich finde es vielleicht mal ganz hilfreich, da und auch euch durfte ich schon erleben, denn wir hatten ein Netzwerktreffen, da war der Eugen noch nicht dabei, der kam erst kurz danach zu Aufschwung, zu Saarinitiative Aufschwung, wo ihr als Nehmender ja auch dabei seid und weswegen ich euch auch kennengelernt habe, sonst kannte ich euch alle ja noch gar nicht und ihr habt da wunderbar gespielt und nennt euch Partyband. Bei Partyband habe ich erstmal so an so Hochzeitsband gedacht, wo ich manchmal denke, kommt ein Alleinunterhalter und macht ein bisschen. Also falls jemand von euch im Publikum das Bild jetzt hat, nein, die drei haben damit gar nichts zu tun. Nicht nur, dass sie super professionell sind, sondern auch wirklich mega gut. Also ich war richtig begeistert, was die für tolle Musik zu dritt machen, also wie eine richtige Coverband eigentlich auch und singen ganz tolle Lieder, vor allem auch die Tochter, aber auch die Conny. Erzählt mal, wie seid ihr zur Musik gekommen und dass ihr eigentlich bis vor Corona fast eure ganze Familie davon gelebt hat. Hm? Ja, also erstmal hallo an alle und danke, dass wir heute dabei sein dürfen. Und Conny, wenn du ein bisschen mehr ins Mikro sprichst, wir hatten für alle, die dabei sind, sind wir überhaupt froh, dass wir uns alle gut gerade hören und sehen können. Das okay, ist, hört ihr mich jetzt besser? Ja, besser. Ja, also nochmal herzlich oder hallo an alle und danke, dass wir dabei sein dürfen heute. Also wir haben bis März letzten Jahres sehr gut von der Musik gelebt. Berufsmusiker und also wir haben auch hier und da auch Hochzeiten gespielt. Das ist gar nicht so ein unwichtiger Faktor bei uns gewesen. Aber wir haben Veranstaltungen aller Art gespielt, hauptberuflich, also professionell. Und haben gut davon gelebt, waren sehr glücklich und zufrieden, bis dann plötzlich Corona kam und bei uns schlagartig alle Einnahmen weggebrochen sind. Also wir hatten auch keinen Side-Hustle, wie das heißt, also keine irgendwelchen Nebenbeschäftigungen. Und ja, dann standen wir erstmal da und haben dann, bis wir wieder arbeiten durften, haben wir von unseren Ersparnissen gelebt zum Großteil. Und die sind weg jetzt. Die sind also komplett aufgebraucht. Aufträge hatten wir noch. Wir waren gut gebucht, als das mit Corona losging. Aber natürlich konnten die Leute nicht mehr feiern und waren auch sehr unsicher. Dann ging es mal wieder kurz, dann ging es wieder nicht. Wir kennen das alle, brauche ich nicht zu erzählen. Und
So ist es bei uns halt mittlerweile ziemlich flau mit Auftritten. Wir haben gerade jetzt wieder Absagen bekommen aufgrund der neuen Lage. Und wir gehen davon aus, dass sich das so schnell nicht bessern wird oder nicht wesentlich bessern wird, sodass wir wieder davon leben können. Ja, da wir alle Musiker sind und ich persönlich auch Malerin, also ich habe, bevor ich meinen Mann und meine Kinder um mich hatte, habe ich auch als Malerin ganz gut leben können. Und das habe ich wieder angefangen. Ich habe wieder angefangen zu malen. Aber natürlich wollen wir auch weiterhin Musik machen. Das heißt, wir treten ja nicht nur als Coverband auf, sondern wir produzieren auch Musik. Das heißt, wir schreiben Texte, wir komponieren und produzieren alles im eigenen Haus und haben jetzt eine neue Idee entwickelt. Genau, und die finde ich jetzt ganz spannend und das ist das Tolle, dass ihr eben auch nicht den Kopf in den Sand stecken lässt, sondern ihr wollt auch andere unterstützen, genau wie Eugen. Von daher gibt es da sogar eine Schnittmenge, vielleicht kann Eugen sogar euch Menschen schicken, wenn die professionelle Tonaufnahmen brauchen. Genau, was habt ihr jetzt Schönes vor? Genau. Also unser neues Projekt heißt Music to Go. Man kennt das ja, etwas zu mitnehmen. Und wir der Kaffee, der Tee to Go. Ja, es heißt Music to Go, du bist der Star. Das heißt, man kann bei uns in einem kleinen Gesangsaufnahmestudio zu einem Playback oder zu einem Lied seiner Wahl, das wird dann jeweils im Vorfeld abgesprochen, eine Gesangsaufnahme machen und innerhalb kürzester Zeit, also ich sag mal von 1 bis 3 Tagen, hat der oder diejenige, der dann das Lied eingesungen hat, von sich eine repräsentative und professionelle Aufnahme, auch auf CD oder wie auch immer man das dann möchte, mit der man sich auch zum Beispiel bewerben kann oder die man als Geschenk anbieten kann. Also alle, die noch Weihnachtsgeschenke brauchen, bitte, bitte geht zu denen und macht übt vorher Karaoke oder am besten mit eurem Gesangslehrer oder Gesangslehrerin nimmt noch eine Gesangsstunde. Chöre und so weiter sind, glaube ich, gerade wieder verboten, aber ich denke, im Einzelunterricht könnte das noch gehen. Ich bin mir da gerade nicht so sicher, wie die Rahmenbedingungen sind. Sonst aber ihr dürft ins Studio und macht das und verschenkt das. Das ist doch ein super Geschenk für eure Eltern und für alle anderen und vielleicht ein Start in etwas, was auf jeden Fall Spaß macht, auch wenn man, auch für die, die bislang noch kein Geld damit verdienen, aber es vielleicht irgendwann vorhaben. Genau. Sehr schön. Und also wir bieten natürlich auch Gesangsunterricht an. Denn unsere Super, also ihr seid breit aufgestellt. Ja, unsere Tochter ist ja, hat eine Gesangsausbildung und gibt da auch gerne Tipps weiter. Also man kann da auch unterstützend einwirken und da nimmt man einfach mal Kontakt auf und bespricht das Ganze. Und Ideen gibt es ja natürlich sehr viele. Also man kann ein Lied aufnehmen, das man jemand schenkt oder man beschenkt jemand mit einem Gutschein für eine Tonaufnahme. Es gibt ganz viele Menschen, die gerne mal sich selbst aufnehmen möchten. Nicht nur junge Leute, auch zum Beispiel ein Brautpaar, das sich gegenseitig beschenken möchte. Oder wenn jemand auch auf der Bühne irgendwie auftreten möchte mit 1 oder 2 Liedern, den kann man auch hier sehr gut bedienen. Und das ist sehr vielfältig, die Anwendungsmöglichkeit und die Ideen auch, die die Leute haben. Ja, wir sind bereit und warten auf die entsprechende Kundschaft. Super, also das ist doch eine total gute Sache. Also nicht nur die, die selber singen wollen, sondern die Menschen kennen und das denen verschenken wollen als tolle Überraschung, dass sie selber so für sich so ein bisschen so das Gefühl haben, ich habe meine eigene Musikaufnahme. Ja, oder wenn jemand sich irgendwo zu einem Casting bewerben möchte. Auch das super auch für Bewerbungen, genau. Ich gehe erstmal wieder zu Eugen und dann komme ich nochmal zu euch zurück. Lieber Eugen, gerne. Ihr habt gerade auch wieder eine Aktion. Ihr verkauft quasi besondere Klamotten, wenn ich das richtig ich bin in eurem Mail-Verteiler, von daher kriege ich da jetzt alles mit. Ja, also wir haben Folgendes gemacht, dadurch, dass jetzt ein Lockdown droht und auch die Künstler selber auch ein bisschen unsicher sind, ob sie überhaupt noch eröffnen können, haben wir für Dezember 2 Ausstellungen abgesagt und haben stattdessen in einen Pop-Up-Shop im Arrival Room hier in Saarbrücken
und haben also Sachspenden bekommen von Freunden. Und diese Sachspenden, die verkaufen wir dann für unsere gemeinnützige Arbeit, für den Arrival Room. Und man kann also vorbeikommen. Wir haben also ausgewählt Kleider, die also absolut hochwertig und in Ordnung sind. Die kann man auch wirklich nach dem Nachhaltigkeitsprinzip weiter benutzen und wirklich für wenig Geld kaufen. Wir haben Schallplatten noch aus meiner Sammlung, die ich ja vor Jahren schon aufgelöst habe. Wir haben Kunstdrucke noch von Ausstellungen, die wir vorher hier im Raum haben und die Künstler es uns freundlicherweise gespendet haben. Was noch? Bücher. Bücher haben wir, seltene Zeitschriften. Also ich denke, es könnte für jeden was dabei sein. Wir sammeln noch, also wir werden wahrscheinlich noch mehr Sachspenden bekommen jetzt. Ah, super, weil ich habe eine Kundin, die weiß, glaube ich, gerade nicht so, was macht sie mit ihrer Plattensammlung von ihrem verstorbenen Mann. Von daher könnte ich die ja auch zu euch schicken. Das wäre großartig. Ich bin, was Schallplatten angeht, absoluter Konnoisseur, muss ich leider so sagen. Ich habe jahrelang im Schallplattenladen gearbeitet. Und habe natürlich immer noch ein Faible für sowas. Also ich würde mich sehr freuen. Ich freue mich für jede Sachspende. Es muss nicht viel sein. Wenn es Sinn macht für uns, dass wir das weitergeben und dann einfach die Spenden darüber generieren können. Wir haben auch eine kleine Bar, da kann man einen Tee und einen Kaffee trinken oder auch ein Bier und Sekt. Ja, Sekt habe ich schon. Genau, du warst ja da bei dem Netzwerktreffen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch da, das kann ich noch sagen, von 13 bis 19 Uhr. Dienstags bis samstags in der Großherzog-Friedrich-Straße 74. Super. Und ich habe euch beide eingeladen, nicht weil ihr euren Herzensweg verfolgt. Ich frage ich gleich auch noch Eugen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Das ist natürlich auch interessant. Sondern weil ihr, für die, die das noch nicht gehört haben, ich habe jetzt ein paar Mal Aufschwung erwähnt. Ich habe ja die Da-Initiative Aufschwung ins Leben gerufen. Und die hat das Ziel, dass eben Menschen wie euch oder Menschen wie ihr im Arrival Room ja auch noch unterstützt oder ihr gibt ja anderen Menschen auch Hoffnung und Perspektive, dass ihr quasi Unterstützung bekommt und ihr überleben könnt mit euren Projekten, mit eurer Arbeit, mit euren Vorhaben und Unterstützung von Firmen bekommt, damit diese saarländische Vielfalt an nicht nur an Kultur, sondern an Unternehmen, an Solo-Selbstständigen erhalten bleibt. Das ist die Grundidee davon. Und da sind eben auf dieser Plattform aufschwung.de ganz viele wie ihr auch zu sehen. Und das Tolle ist, dass ihr trotzdem eben, wie ihr jetzt auch zeigt, nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt Lockdown, sondern ne, Eugen, du überlegst, was können wir jetzt tun, um die Menschen zu unterstützen. Und dann macht ihr einfach eine Verkaufsaktion stattdessen ne, mit einem nachhaltigen Ansatz. Also in anderen Ländern denken die ja sowieso noch viel nachhaltiger über Anziehsachen rüber. Das Kaufverhalten wird sich auch generell ja verändern in unserer Gesellschaft. Das heißt, ne, wenn ihr jetzt Menschen kennt, die Geld haben, dann geht es nicht nur darum, dass ihr bei denen Weihnachtsgeschenke kaufen könnt oder die unterstützen könnt, sondern die Grundidee von Aufschwung, dass ihr denen einfach Geld gebt, von Herzen gerne. Das machen mittlerweile auch schon Privatpersonen, nicht nur Unternehmer und Unternehmerinnen. Danny und Band wurden ausgesucht sogar. Wir haben quasi eine Adventsaktion gestartet, wo jetzt im Dezember jeden Tag ein neues Türchen geöffnet wird. Und ich kann sagen, hier sitzen welche, die jetzt schon davon profitiert haben. Der Eugen weiß es noch nicht. Der wird morgen quasi... er wird übermorgen eine Mail bekommen. Übermorgen wird das dritte Adventstürchen sich, je nachdem, wann ihr es guckt, das ist jetzt natürlich wieder lustig. Ich muss schauen, wann ich sende dann. Also der Eugen wird am 3. Dezember das erste Türchen bekommen und Danny und Conny haben quasi das erste. Und das sind manchmal auch nur kleine Beträge, die bekommen. Aber ihr seht an Eugen, es macht einfach auch Hoffnung und es gibt Perspektive. Und ihr kriegt natürlich auch eine Sichtbarkeit, um die es uns auch geht und auch Gehör, weil niemand hat sich dieses Corona ausgesucht und andere Menschen machen besonders Gewinn damit. Ne? Die machen Testzentren und so weiter. Ganz wunderbar, sei allen Menschen zu gönnen. Aber Ziel dieser Aktion ist, dass es einfach gerechter verteilt wird, dass die was abgeben. Und da suche ich noch ganz viele Gebende. Also wenn ihr Menschen kennt, die jetzt hier zuhören, die gerade von Corona profitiert haben oder einfach ne, denen es weiterhin gut geht, auch der
ganze Einzelhandel, also zumindest die Lebensmittelbranche und die anderen Einzelhändler, die haben ja auch Riesenprobleme, weil wer geht gerne einkaufen mit Mundschutz lange und so weiter. Also da haben wir auch natürlich Einzelhändler auch noch weiter in unseren Reihen, bei denen die nehmend sind und Geldunterstützung brauchen. Also das soll so eine Art Tauschding werden, aber richtig groß angelegt. Oder ist es auch schon, sind schon 180.000 Euro geflossen und wir brauchen noch mehr. So, das war jetzt mein langer Redebeitrag. Ihr merkt aber daran, wie wichtig es mir ist und dass das hoffentlich ankommt bei uns im Publikum und ihr das weiter erzählt. Also Eugen, bei dir würde mich jetzt noch interessieren, wie kommt man dazu, so ein Projekt zu starten, ne? Dieses zum Ankommen. Du hast ja Ankommen ja vorhin in mehrerer Bedeutung auch gesagt. Und ich glaube, Ankommen ist in der heutigen Zeit ja auch im übertragenen Sinne sehr, sehr wichtig. Wie bist du dazu gekommen? Wie ist dein Werdegang? Plattenverkäufer haben wir schon mal gehört. Genau. Ja, okay. Also ich habe mich immer ein bisschen mit Kultur und so auseinandergesetzt. Ich komme eigentlich aus der Kunstbranche. Ich habe Kunst und Design studiert in Amsterdam und habe mich so ganz früh entschieden, also soziokulturelle Projekte zu machen, anstatt jetzt im Studio zu sitzen und vor mich herzumalen, habe ich dann mich entschieden, mit Menschen interaktive Projekte zu gestalten und ich habe ganz früh angefangen in der Flüchtlingshilfe 2015, als die erste Welle kam damals, also unter Angela Merkel, und da habe ich Theaterprojekte hier von der Straße, tatsächlich in Saarbrücken auf dem Landwehrplatz, haben wir uns versammelt und überlegt, was können wir machen. Und daraus resultiert war dann einfach die Idee, okay, als eine Theatergruppe, eine Gruppe Menschen, die sich künstlerisch oder irgendwie auch treffen wollen und ausdrücken wollen, es muss ja auch keine Kunst immer sein, braucht man einen Raum. Ja? Man braucht da so einen Ankunftsraum, wie man so schön sagt, und das ist dann eben der Arrival Room. Und die Idee war, eine gemeinnützige Organisation zu gründen, die das eben fördert und die auch relativ offen ist, um eine gewisse Bandbreite an Projekte, an Möglichkeiten anzubieten. Also ich bin nicht nur alleine, ich mache das nicht nur alleine. Wir sind jetzt momentan zu dritt, vor einem Jahr waren wir noch zu fünft, und wir teilen uns auch die unterschiedlichen Projekte untereinander. Super. Wer macht da noch mit? Also mitmachen tut Thomas Schulz. Er ist derzeit Pressesprecher beim DGB. Vielleicht kennt man den einen oder anderen. Dann die Mariam Farahani, die auch schon länger bei uns im Team dabei ist. Sie ist auch ihres Zeichens Jobcoach und auch, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie genau arbeitet. Also arbeitet aber auch in der im Integrationsmanagement. Das sind jetzt die drei, also wir sind die drei Köpfe momentan, die Arrival Room stemmen. Also Menschen, die sowieso sich schon immer auch engagieren. Bei Mariam tatsächlich, die habe ich auch bei dem Treffen vor kurzem bei euch wieder getroffen, nach langen Jahren, die kenne ich auch schon ganz lange. Also so engagierte Menschen, denen treffen sich immer wieder. Conny und Danny, habt ihr es irgendwann mal bereut, jetzt in der Corona-Zeit, dass ihr diesen Weg der Musik eingeschlagen seid? Wo ihr gesagt habt, hätten wir was anderes gemacht oder so. Ne? Viele sagen ja Kunst, Kultur, mein Sohn will Schauspieler werden zum Beispiel. So raten alle Menschen jemanden da ja von ab. Und dabei ist das ja so wichtig. Gab es so Momente, wo ihr gezweifelt habt? Oder wie sieht es bei euch aus? Willst du was sagen dazu? Also ich sage jetzt mal so, dass Conny und ich sind seit 22 Jahren, seit 1997 kontinuierlich auf der Bühne zusammen, singen, treten auf, und wir haben unzählige Auftritte und Konzerte schon gehabt und wir haben ganz, ganz viele Menschen auch glücklich gemacht. Deswegen hat uns das ja beflügelt, das war außer Frage, ob wir das weitermachen oder nicht. Es kam wie ein Schlag. Wir waren auch gut gebucht, auch für 2020. Und als das auf einmal alles aufgehört hat, das war ein Schockmoment, weil dann haben wir gemerkt, nach so vielen Jahren, also über zwei Jahrzehnten, wo wir das durchgezogen haben und in der Zwischenzeit auch die Tochter groß geworden ist, sie ist 20, sie
arbeitet auch mit uns zusammen. Das wächst ja oder wuchs in dem Fall mit Danny and Band, aber durch Corona war das der totale Stopp. Und wir dachten, okay, das wird vielleicht jetzt ein halbes Jahr dauern oder vielleicht bis Oktober 20. Aber das wurde dann immer schlimmer. Und dann haben wir gesagt, eigentlich haben wir jetzt ein Problem, dass wir so professionell, also hauptberuflich das gemacht haben, beide. Denn wir haben keinen anderen Job gehabt als nur die Live-Musik. Und dann sind bei uns, ist der Boden eigentlich weggezogen worden. Und trotzdem, ne, sucht ihr gerade einen Job, sucht neue Perspektiven und Ideen, macht eine neue Website gerade so für euer Musikprojekt, ne, mit den Tonaufnahmen. Conny, du hast jetzt hier einfach einen Minijob oder so gesucht, gell? Einfach um zu überleben. Das ist ja schon. Ja, kein Minijob. Ich jobbe, richtig, um ein bisschen was reinzukriegen. Aber ich sage mal so, dass wir den Weg der Musik eingeschlagen haben, das kam vom Herzen und kommt immer noch vom Herzen. Es kann im Leben immer mal was passieren, wo es nicht mehr läuft. Ja, ob ich jetzt Künstler bin oder ob ich irgendwas anderes mache, das kann Gründe von außen haben, wie in unserem Fall jetzt mit Corona. Es kann aber auch sein, dass man krank wird oder ein Arbeitgeber halt wegbricht. Von daher ist es, würde ich mal sagen, wenn jemand wirklich den Herzenswunsch hat, Kunst zu machen und von der Kunst zu leben, dann sollte er das auch tun, weil jeder Lebensweg ist individuell. Und auch in einer solchen Krise, wie wir sie jetzt haben, kann man nochmal neue Perspektiven für sich finden. Also ich würde jeden, der sagt, ich will Schauspieler oder Sänger oder Maler oder Bildhauer oder was auch immer werden, würde ich sagen, wenn es dein Herz dir sagt, dann mach das. Ich meine, das ist sowieso ein kreativer Beruf und wenn man kreativ ist, dann ist man auch kreativ darin, neue Wege und neue Möglichkeiten zu finden. So schön, da kriege ich voll die Gänsehaut, wo du das sagst, weil das ist ja genauso wahr. Und ich meine, ihr habt es ja eurer Tochter vorgelebt, ne? Also nicht umsonst hat sie dann auch diesen Beruf ergriffen und macht das ja auch. Also von daher ganz wunderbar, dass ihr das so schön vom Herzen her macht und auch sagt, ja, das bereuen wir nicht. Und ich finde auch diesen Vergleich ganz gut, weil viele schimpfen ja jetzt gerade auf Corona und die Situation. Und wir brauchen ja eigentlich generell im Leben immer eine Resilienz, eine Widerstandsfähigkeit, wo wir gucken, ne? Also dieses Hinfallen, Aufstehen, ne? Und ja, das jetzt zu haben und zu können. Und damit umzugehen, ist einfach besonders wichtig. Und ich freue mich, dass ich euch auch nicht nur mit ein paar Spendern oder die hoffentlich noch mehr werden, unterstützen konnte, sondern ich habe auch den Kontakt zu den IHK-runden Tischen hergestellt. Ja. Eugen, das könnte für dich auch was sein oder zumindest auch für euer Klientel unbedingt, weil die beraten wirklich Menschen und nicht nur IHK-Mitglieder jetzt in dieser Zeit, die haben Kontakt zu Banken. Das ist wirklich ein mega tolles Projekt. Wir, also Aufschwung und diese IHK-runde Tische, wir unterstützen uns auch gegenseitig. Die lade ich demnächst auch mal in Herzenstalk ein, damit viel mehr Menschen auch davon erfahren und wissen, die geben uns echt richtig Rat und gucken und helfen uns wirklich und haben einfach dieses Zahlen-Know-how, was viele Solo-Selbstständige Unternehmen ja auch nicht haben oder wo manchmal auch wirklich an schlechter Beratung scheitert, dass man weiß, die und die Hilfen kann man kriegen oder die Unterstützung. Eugen, gab es bei dir mal einen Zeitpunkt, wo du gedacht hast, das ist nicht das Passende, was du machst oder Kunst und Kultur angezweifelt in dieser Zeit? Oder wie unterstützt du dich oder machst du dir Mut, dass es weitergeht? Außer jetzt so praktische, okay, wir sagen Dezember schon vorausschauend ab und machen jetzt halt irgendwie so eine andere Aktion, die wir jetzt machen können. Ja, also ich habe das natürlich auch, ich kann das auch nur unterschreiben, was da gesagt wurde. Also es ist natürlich immer eine Herausforderung, in diesem Feld zu arbeiten. Ich habe natürlich, ich kann sagen, ich habe das fast täglich mittlerweile, dass ich halt überlege, ob ich überhaupt weitermache. Ich sag das auch jedem. Hoffentlich gibt es das nächstes Jahr noch. Sieht die Stadt uns mal, dass das ein wertvolles Projekt ist, das unterstützt werden soll. Also ich sehe das schon, also ich stecke schon mein ganzes Herzblut hier rein und auch, das ist auch mein Herzensprojekt sozusagen. Es ist natürlich
dadurch, dass man natürlich jetzt, sagen wir mal, auch, also wir haben zum Beispiel auch keine Vereinshilfe bekommen, keine Corona-Vereinshilfe damals, weil wir eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft sind und einfach keine Hilfe vorgesehen war für diese Art der Gemeinnützigkeit. Also Kneipen zum Beispiel bekommen das, die haben sich da so neue Soundsysteme geholt und was weiß ich, was für tolle Sachen. Und wir gucken in die Röhre sozusagen und müssen gucken, auf Privatinitiativen hoffen, die uns unterstützen. Ja, es ist nicht einfach. Bei Aufschwung sind eben vor allem die dabei, die eben durch diese Raster fallen, ne? Die durch alle Fördermittel, wo es nicht passt. Wir werden es nicht kontrollieren, das bin ich oft gefragt worden, sondern das basiert bei uns auf Vertrauen. Ich gucke mir keine Finanzzahlen an. Ich entscheide auch nicht, wer wie viel Geld bekommt. Mich fragen natürlich manchmal welche, wem soll ich was geben? Dann sage ich gerade immer, wer noch nichts bekommen hat, vor allem, dass das so ein bisschen fair verteilt wird. Manche suchen sich auch aus, wer sie sofort anspricht, wen sie unterstützen wollen. Und auch das ist immer noch zu wenig. Also das sind bislang, ne, auch wenn sich 180.000 Euro viel anhört, das ist ein Tropfen auf ein heißer Stein. Trotzdem macht es Hoffnung und Mut, weiterzumachen, dass es da Menschen gibt, die einen unterstützen. Deswegen mein Appell an alle, die das hören, macht bitte mit. Und mit kleinen Beträgen ab 200 Euro seid ihr auch schon dabei als Unterstützer, Unterstützerin. Für manche ist es klein und für manche ist es eben riesig, weil man vielleicht eine Nacht wieder schlafen kann und denkt, ja, davon kann ich meine Miete bezahlen oder die Miete vom Arrival Room. Ne? Und das sind genau diese Dinge. Ich würde euch jetzt, wir nähern uns nämlich schon, haben schon diese halbe Stunde mittlerweile erreicht und ich möchte euch noch zum Abschluss fragen, was ihr euch jetzt für diese Adventszeit wünscht, ihr euch selbst, für euch selbst und für die anderen. Was ihr denen an Wünsche mitgibt, den Menschen auch vielleicht positive Tipps zum Durchhalten, die euch selber Kraft gegeben haben. Habt ihr vorhin schon so Beispiele genannt. Da ihr zu zweit seid, Conny und Danny, fangt ihr mal an. Ihr dürft auch beide was sagen und dann kommt der Eugen. Also zuerst ist es so wichtig, dass es so wie den Aufschwung dieser Initiative, die du ins Leben gerufen hast, dass es solche Menschen auch wie dich und es gibt noch andere, die das aufbauend machen, es motiviert, weil Motivation ist eigentlich der Hauptmotor, den man jetzt braucht. Die Lage ist demotivierend und da gibt es nur eine Sache. Entweder man fokussiert sich nur nach vorne und die ganze Energie wird in, sagen wir, neue Türen müssen aufgehen. Wir persönlich sehen, dass es langsam zu Ende geht mit der Live-Musik. Und deswegen, wir haben, vielleicht kann man das von Glück auch sagen, dass wir auch Produzenten sind und Studiomusiker auch sind und dass wir uns da jetzt in die Kreativität hineinbegeben. Es ist zwar ungewiss, aber dass positive Menschen da sind, die auch einen Mut machen, so wie deine positive Energie uns auch sehr beflügelt hat und auch einfach weiterzumachen. Und das braucht man. Viele verstehen die Lage nicht, in der wir zum Beispiel Solokünstler, auch die von der Kultur auch leben, die sind total im Abseits geraten. Und weil bei den meisten läuft der Job oder das Gehalt wird zum Teil bezahlt, also wenn Lockdown kommt oder so. Und man darf den Kopf nicht hängen lassen, das ist aber nicht einfach. Und jede Hilfe tut gut. Auch wenn es nicht, natürlich die finanzielle ist die größte Hilfe am Anfang, weil man weiß ja nicht, wie man das eigentlich durchhält mit den Monaten. Mhm. Aber auch die warmen Worte, die vom Herzen kommen, dass man weitermacht und nicht aufgibt, gibt auch Energie. Und ich finde diese Positivität, die Menschen in sich tragen, dass sie die auch weitergeben. Dann wünsche ich euch noch viele warme Worte. Und Conny, jetzt darfst du. Das war sehr schön, Danny. Ja, also was soll ich sagen? Bei uns ist finanziell Ende Gelände. Das kann man wirklich so sagen. Also man merkt es an allen Enden. Wir haben uns auch schon verschuldet, relativ hoch, um einfach die
kleinen oder die alltäglichen Kosten aufrechtzuerhalten und nicht da in noch größere Miseren hineinzugeraten. Aber auch dieses Geld muss irgendwann zurückgezahlt werden und man fokussiert sich auf das Hier und Jetzt. Also wir denken von Woche zu Woche, weil anders geht es gar nicht. Was wir jetzt wollen, wir wollen unser Projekt starten und loslegen. Und wir sitzen in Saarlouis in der Nähe von IKEA. Also man kann sehr leicht bei uns reinschauen, Termin ausmachen, aufnehmen und vielleicht da auch jetzt mal noch ein schönes Geschenk oder sowas sich bestellen bei uns. Und man kann uns finden auf Facebook, man findet auch unsere Internetseite. Wir verlinken euch. Mhm. Ja, das wäre schon mal ganz lieb. Und ansonsten wünsche ich mir einfach nur, dass wir gut durch diese ganze Geschichte hindurchkommen und dass wir nicht nur leiden, sondern auch vielleicht daran wachsen, weil man lernt auch aus einer solchen Krise etwas, vor allem in unserer verwöhnten Wohlstandsgesellschaft, ja, da merkt man, dass es auch andere Lebenssituationen gibt. Und ich wünsche allen, die irgendwie betroffen sind von Corona, also existenziell betroffen, sage ich jetzt mal, weil betroffen sind wir alle, dass sie die Kraft haben, da durchzugehen. Und man muss auch immer sehen, wenn man durch eine Wüste geht, ist es manchmal schön, wenn man jemand hat, auf den man sich stützen kann oder dem man eine stützende Hand anbietet. Und da wünsche ich, dass wir alle auch geistig daran wachsen. Sehr schön, der Wachstum. Und sei es, dass wir einfach nur auf Wasser verteilen dann, ne? In dem wahrsten so Sinne in der Wüste. So und dafür es. Dankbar sind. Und das ist so schön, weil ich weiß, dass ich mit euch hier ganz dankbare Menschen habe, der Eugen auch. Eugen, was ist dein Tipp, dein Wunsch, deine Aussicht? Ja, also ich lade jeden ein, herzukommen auch, also gerade auch Künstler oder Menschen, die ja Projekte im Allgemeinen realisieren möchten. Wir haben jetzt viel Zeit, die wir zusammen verbringen können und uns nochmal neue Gedanken zu machen. Ich stelle immer wieder fest, dass es aus der Not immer auch entscheidende Ideen auch geschehen und wie gesagt, ich lade jeden ein, hier vorbeizukommen, hier einen Kaffee zu trinken mit mir und sich einfach mal konspirativ zusammenzusetzen. Und ich erinnere mich immer in solchen Zeiten an den Spruch von Günther Netzer, ein Fußballerspruch, ja, der sagt, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine Flanke her. Und diese Flanke bist du, Marion, und dein Projekt Aufschwung, und das gebe ich gerne weiter so. Lustig, ich kenne das Spruch, von dem Spruch nur mit Lichtlein, kommt irgendwoher ein Lichtlein her, aber vom Günther Netzer, den kannte ich nicht, obwohl ich auch seit ich klein bin, BVB-Fan bin, weil ich in Dortmund geboren bin, also eine Wahlsaarländerin, die hier sich für den Erhalt der Wirtschaft im Saarland einsetzt, aber es ist einfach auch so schön hier für alle, die von außen zugucken und es lohnt sich und gerade dieses kleine Saarland hat einfach einen ganz besonderen Charme und das ist schön, was ihr gesagt habt, weil ne, ohne Corona gibt es diesen Herzenstalk positiver Nachrichten, hätte ich den nicht gegründet, nicht initiiert und mittlerweile nutze ich den natürlich für Aufschwung. Aufschwung kam erst viel später, um eben Menschen wie euch jetzt vorzustellen, euch eine Plattform zu geben, euch nicht als, und ich hoffe, das ist auch hier deutlich vom Gefühl her geworden, nicht als, oh, wir sind bedürftig und arm dran, sondern wir sind kreativ und wir wollen was und wir wollen aber auch das tun können, was wir wollen. Und ihr wandelt euch um und steht wieder auf und geht durch die Wüste und macht da blühende Landschaften raus. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, da durchzuhalten, diese Adventszeit ganz besonders zusammenzuhalten, uns nicht spalten zu lassen in dieser Gesellschaft, sondern wirklich positiv nach vorne zu denken. Egal, wer, wie, wo, wie gerade handelt, Hauptsache wir halten zusammen. Und das finde ich wichtig und gucken liebevoll und lichtvoll auf die anderen Menschen. Und deswegen ja, wünsche ich euch allen eine lichtvolle Adventszeit und ich danke euch, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch zeigt. Ich hoffe, ich spreche auch noch viele Nehmende an, also auch wenn ne, ich jeweils euch mehr Geld wünsche, aber je mehr Nehmende wir haben und je mehr Gebende, desto bekannter werden wir und desto mehr Menschen profitieren. Also auch Nehmende sind herzlich willkommen, weil viele schämen sich zu zeigen. Das ist überhaupt kein Scham, ne, weil niemand kann was dafür. Und selbst wenn ihr was dafür könntet, ist es auch nichts, worüber man sich schämen oder so.
sonst muss, also wir haben keine Scheiterkultur in Deutschland und wir sollten lernen, über Geld zu sprechen, denn ihr habt so schön gesagt, ne, denn ihr habt es vorhin gesagt, wir brauchen an allererster Stelle auch Geld, ne, und das macht, hilft uns gerade. Deswegen ganz wichtige Aktion und ich freue mich, dass ihr mitmacht und dabei seid und wir werden auch noch schöne gemeinsame Projekte, glaube ich, realisieren und es entstehen auch unter den Nehmenden und Gebenden schon interessante Kontakte und wahrscheinlich auch neue Projekte. Ich freue mich darauf. Danke euch von Herzen, dass ihr da wart, da seid. Also ganz liebe Grüße an alle, die da waren und zugehört haben. Teilt die Sendung, verteilt es, damit wir im Advent noch viele Gebende finden. Vielen Dank euch dreien.